Guck morgen Jungs und andere, die sich fragen, warum Trolling? Manche RP-Spieler sind nicht an logischen Dingen interessiert, zum Beispiel Geld. Man kann sie nicht kaufen, einschüchtern, sie zur Vernunft bringen oder mit ihnen verhandeln. Manche Männer wollen RP einfach brennen sehen. Anyway, genießt dieses Video. Es wäre Spaghetti, wenn du Like und Abos. Wer den Fukuhila-Stream nicht verpassen will, join DC. Und wer nicht 7 Jahre Pech haben will, kommentiert Gurke. Jungs, ihr seht schon, das sieht alles cursed aus. Ich weiß nicht wieso, mein Aufnahmeprogramm spackt ein bisschen, deswegen muss ich das jetzt irgendwie ein bisschen improvisieren, dass es jetzt so aussieht, aber ihr kennt mich und das ist wichtig. Scheiß mal auf meine ID, scheiß mal auf alles andere. Aber ich will trotzdem ein bisschen RP machen. Ein bisschen Schmackofatz-RP. Und was ist besseres Schmackofatz-RP als Grand-RP, Jungs? Das ist ein Schmackofatz. Guten Tag, ich bin auf der Suche nach Schmackofatz, der mir ein bisschen Geld gibt. Sind Sie dieser Schmackofatz? Sie reden nicht. Sind Sie jetzt Mr. Schmackofatz oder? Ich sehe, Ihr Mund bewegt sich, aber kommen keine Worte raus. Sind Sie irgendwie taub oder so? Ja, Sie hupen jetzt. Wie soll ich von Ihrem geistigen Dasein überhaupt überzeugt sein, wenn Sie nicht mal reden können und dann anfangen zu hupen? So, wenn ich Ihnen bitte dürfte, ein bisschen leiser zu sein. Wir sind vor einem Staatsgebäude, ja. Ich wusste nicht, dass du so ein Chillen bist, Digga. Oh, wow, wow. Bleiben Sie mal ganz ruhig. So. Ja, einfach mal geradeaus fahren, Kollege. Ganz genau. Und jetzt nach links. Das ist rechts, du Vollidiot, ey. Ja, und jetzt nach links. Das ist rechts schon wieder, du Vollidiot, ey. Danke. Ja, ist schön, dass Sie auch nicht reden, wissen Sie. Das zeigt mir, dass Sie ein absoluter Chat sind. Aber das ist okay. Ich will Sie ehrlich gesagt auch gar nicht reden hören. Sie klingen bestimmt voll scheiße. Einmal nochmal links. Scheiße, sind Sie behindert? Alles klar. Dankeschön für die Fahrt, das war wundervoll. Sie haben mir absolut... Ah! So, das geht so nicht. Das ist nicht im Regelwerk. Stimmt mit den Menschen heute nicht. Hilfe. Warum sind hier Boote? Und warum kann man die anscheinend fahren? Ja, komm. Komm in die Boote. Ich merke dieses Boot irgendwie fahren. Wollen Sie nicht dieses Boot hier irgendwie fahren? Digga, warum bin ich eigentlich noch mit dir? Du redest kein Wort, Digga. Ja, ich weiß nicht, ob ich mit stummen Leuten ehrlich gesagt interagieren möchte, aber ich wünsche euch einen schönen Tag, ne? Danke auch fürs Fahren, hat absolut nichts gebracht, hier wollte ich gar nicht hin, du bist scheiße. So, absolute Dominanz etabliert. Warum geht der mir immer noch auf den Sack? Okay, warte, komm, ich hol den jetzt aus der Safe Zone und danach prügel ich die Scheiße aus seinen Augen. Ja, komm, Treppen laufen, das kannst du, Fettsack, sowieso nicht. Oh, scheiße, er kann's besser als ich. Reicht, reicht auch irgendwann, ja? Kannst du mir irgendwann auch in Ruhe lassen, ich weiß nicht, was du von mir willst. Verpissen Sie sich, Sie wicken, hä? Hä? Ne, jetzt habe ich Blut geschmeckt, jetzt will ich dich. So, nicht in die, nicht in, okay. Tja, wie sie das Blatt wendet, Ja, ich schwör bei Gott, dieser Junge geht mir ein bisschen auf den Sack. Bist du ein Showdown wie im fucking Western? Wessen Fäust wird schneller treffen, ja? Okay. I don't fucking care. Nee, das ist Stalky Boy. Ich brauche eigentlich irgendeine Waffe, irgendwie ein Messer, einen Baseballschläger. Ich würde das so genießen, aber ich habe ihn jetzt schon abgehängt. Schweigt mich nicht nur zu Tode, sondern auch noch so eine Scheiße, verstehe ich nicht. Weißt du, anscheinend hört man mich ja auch, aber warum redet denn heute keiner? What the f***? Ey, Großer, es geht. So. Sind das meine Ohren? Muss ich zum Arzt? Ich höre niemanden heute. Aber jeder hört mich, oder? Sie hören mich schon. Bro, ich habe nicht mal geredet. Chill doch mal. Also das heißt, du hast irgendwie so Zitterattacken oder sowas? Weil dein Mund hat ganz schön gezappelt, Digga. So, es gibt nichts Komischeres auf dieser Welt, als einfach dann zu gehen, wissen Sie, mitten im Gespräch. So, so, hallo? Ah, okay, Digga, willst du mir auf den Sack gehen, hä? Möchte gern Johnny Depp? Hände hoch oder es knallt. Wo zum bist du gerade? Was ist das? Scheiße, der hat sein Auto bekommen. Also, wohin geht's denn? Willst du wohin? Ja, das wäre sehr lieb, ehrlich gesagt. Ja, wohin? Okay, mal. Sag du. Ich bring mich einfach zur Bank. Zur Bank? Okay, wenn du so meinst. Ja, war cool hier. Also, ist ein cooler Ort, ja. Dankeschön. Wohin geht's als nächstes? Ey, nein, nein, so, okay, machen Sie das nicht. Okay, scheiß drauf. Oh Mann, am liebsten hätte ich schon dieses... Du hast keinen Führerschein. Boah, Digga, also ich habe gerade starke Schmerzen. Taxi! Taxi! Roller, Mofa-Fahrer! Mofa-Fahrer, bitte bleiben Sie gut stehen! Ah! Perfekt Timing. Ach, danke schön, danke schön. Ja, was ist? Könnten Sie mich kurz zur Führerscheinstelle fahren? Ich heb kurz ein bisschen Geld ab. Ach, du hast doch sowieso nicht so viel, das geht schon. Warte, ich hab 10k. Ja, ja, das ist gar nichts, passt schon. Fahr mich aber, Sir. Ja, natürlich hier. Der Booty. So, jetzt geht's los. Ja, jetzt geht's los, es beginnt das richtige Leben, Sir. Das war knapp, ich will nicht lügen. Wie lange sind Sie schon auf dem Start? Eigentlich länger, aber die Seele seit gestern. Sie haben mehrere Seelen, wie ein Schizophrenie-Kranker? Ja, ja. Wissen Sie, was hilft? Nee. Therapie und ganz viel Pillen. Mir ist aber nicht mehr zu helfen. Natürlich ist Ihnen zu helfen, jedermann ist zu helfen, ja. Sie sollten niemals an sich aufgeben und Ihre Depression einfach daran arbeiten, wissen Sie? Und dann geht die Schizophrenie bestimmt auch weg. Und diese Bleichheit, dankeschön, ne? Ja. Weniger Bleichmittel schlucken. Okay, ich hab keinen Bock auf irgendwie wieder... Führerschein zu machen. Weißt du, das verstehe ich am allerwenigsten bei Grand-RP, warum die das überhaupt so haben, dass du überhaupt immer wieder seinen Führerschein machen musst, Digga. Vielleicht soll ich nicht so negativ gegen Grand-RP schießen. Ich möchte ja noch Media werden hier.
Oh, Sir, ich mache hier gerade Führerschein. Prüde Nudel. Das ist das Feeling, Boys. Jetzt! Oh. Oh, RP erlebe ich täglich. Guten Tag, Leute. Ich würde gerne euer Taxifahrer des Vertrauens werden. Kann einer mich kurz um die Ecke da hinten fahren, so? Nee, wir haben gerade ein Gespräch, aber gut. Ja, alle fünf übergewichtig, Digga. Ich hasse euch alle. Zu viel Bewegung schadet euch nicht, ne? Widerlich. Dann lauf. Ja? Ja, ich so. Okay, okay, chill, ich lauf doch. Oh, Digga, du musst nicht gleich Waffe ziehen. Hast du schon genug bewiesen, dass du kleinhodrig bist? So, erledigt. Hey, 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 nicht cool, Jungs, nicht cool. Viel Spaß da drin, Opfer. Sagte mir mit 50 Jahren Opfer, Digga. Versuch mal eine Familie zu gründen, dass das die meisten 50-Jährigen geschafft haben, du Hund. Hallo, 60, nicht 50. Also mach mir nicht jünger, wie ich bin, du Opfer. Ja, sorry, sorry, du bist den Tod ganz nah und ich jetzt alle froh drum. Oh, scheiße. Da, ich krieg meine Bewegung, deine Twerk für mich. Das ist die Bewegung, die ich haben möchte. Aber wo ist denn deine Bewegung? Deine Gicht schränkt dich ja ganz schön ein, alter Mann. Das beste Beispiel, dass das die reinste Klapse hier ist. Das beste Beispiel, dass dein Herz bald versagt, Digga. Du solltest mal wirklich mal hier weggehen. Du musst dir mal Psychologen suchen, weil bei dir in der Erziehung hat ja was komplett versagt. Ja, bei dir hat dein Herz versagt. Was soll die Scheiße? Lass rein, aber er darf nicht raus. Er will einfach nur kurz einkaufen, Jungs. Ihr solltet mal kurz wegfahren. Darf ich den umschließen? Ja, ja. Nein, warum sollte er? Ich hab ihm nichts getan. Leck mich. Ja, ja, darfst du das. Nein, darf keiner. What the fuck? Ich hab euch nichts getan. Außer. Das sind wahre RP-Männer. Beschützen die alte Generation. Ey, finishe mich. Finish mich. Ja, mach einfach. Finishe mich, Bro. Du bist so ein Kind. Hast du schon mal überlegt, eine Sippe zu gründen? Du alter Opa. Oh, oh, ein Genuss. Ein Genuss, Digga. Was ist denn das? Vibesbild, fass mich nicht an. Lass mich liegen. Lass ihn liegen, Vibesbild. Bro, ich muss noch mit dem Auto herkommen. Okay, genau, genau so. Also, weg, ihr Fett, ich muss Leute umfahren. Okay. 12.000, Digga. 12.000! Inflation hat's auch schon mal gegeben, ey. Aus dem Weg, du Fettsack, ich habe nicht so viel Zeit, ich muss Geld holen. Abheben, mach mal 10, 1, 2, 3. Aus dem Weg, du Fettsack, ich muss Leute umfahren. Brumm, brumm. No way. Als ob die dich jetzt umgeknallt haben. Dieser alte Mann mit seinem Herzmuskelfehler kann sich echt nicht kontrollieren, ey. Ich bin extra hergekommen, jetzt sind die weg, die scheiß Pussys, oh Mann. Ja, tut mir leid, ich hätte dran denken sollen, dass sie dich eventuell auch umknallen. Anyway, du bist eine Frau. Dankeschön trotzdem für die Hilfe. Bin allerdings ergeben, kannst du mich mal. Entschuldigung. Hast du vorhin so einen alten Mann quasi da unten beim Stand gesehen, bei dem Einkaufsladen? Nee. Schade, schade. Okay, alles klar, danke. Will keinen Unschuldigen jetzt irgendwie umfahren. Was ist denn das für eine Blumenquest? Wie kann ich das zurückschlüsseln? Will keinen Unschuldigen jetzt irgendwie umfahren. Das ist jetzt unglücklich gewesen. Ich hab dich nicht um die Ecke gesehen. Ups. Ist er das? Ist das er? Alte Männer verdienen den Tod! Alte Männer! Wollt ihr sehen, wie ich das normal mache? Ey, nicht schießen, nicht schießen! Alte Männer! Ah! Dummen Wichser werde ich jetzt nochmal VDM. Einfach nur dafür, dass sie einfach so unhöflich sind. Alte Männer! Ich hab alte Männer bedroht. Ah, alles gut, Jungs. Alles gut. Niemand will euch was Böses. Alles gut, Jungs. Niemand will euch was Böses. Vielleicht ich, ja. Okay, ich weiß nicht, ob die es waren, aber wenn, dann haben sie gerade ein bisschen ihre gerechte Strafe abbekommen. Okay, Zeit, Taxifahrer zu werden. So, was haben wir denn hier? Machen wir für den Anfang mal 200. Einfach so, dass keiner halt irgendwas zahlt, ne? Weil ich bin nicht geldgeil. Wow. Einer braucht? Einer will? Oh, jetzt hat einer will. Okay, dann wird es Zeit, der unhöflichen Taxifahrer raushängen zu lassen. Wow, Vorsicht hier, Mensch. Hallo, Entschuldigung. Ganz ruhig, ich muss hier gerade meinen Kunden abholen, ja? Einmal einsteigen, der. Alles klar. Ja gut, ja, mein Auto ein bisschen gef***t, aber das ist okay. So wie Vater sie gef***t hat. Widerliche Menschen. Also, Sir, so, was machen Sie denn so beruflich? Was? Sie müssen nicht reden, wenn Sie schon den Schwanz im Mund haben. Das ist überhaupt kein Problem. Ich kann auch mit Ruhe Sie fahren, wissen Sie? Alles klar, chinesische Memes anschauen, das verstehe ich auch super. Warte, Bruder. Was hast du denn Sonntag lässig, Bruder? Klar, willst du ihn haben? Schwör? Wallah. Geil, danke, Bruder. Geh mal zum Parkplatz, pack mal dein Auto aus. Na da, hier. Ja, Bruder, Parkplatz, bitte raus. Bist du kein von Marabunter? Doch, aber ich hab Morgen bekommen. Das heißt, du bist hier nicht gern gesehen, okay. Ich hab Morgen bekommen, das ist richtig kacke, das ist wirklich sehr kacke. Hast du irgendwie in deine Nase zu oder so? Nee. Weil du tust wie ein Pferd die ganze Zeit so machen, weißt du, ich weiß nicht. Ich hatte über Abend Fenster auf. Ja, deswegen, also haben sie doch Nase zu. Nein. Da sind sie irgendwie geistig eingeschränkt. Ja, Bruder, ich mag dich, kümmere deinen D-Funk, ja. Ich habe leider kein D-Funk. Diese Neuzeit-Generation wird mich niemals kriegen. Ich bin einer der alten Generation. Ich benutze Skype oder ICQ. Wissen Sie noch, wie alt das ist? Aus dem Weg, ich ICQ hier gerade. Mann. Selber hier, dir fehlt doch einer. Meiner ist bei deiner Mutter, ne? Scheiße, er hat Humor studiert. Also, Sir, ich würde sie jetzt hier eventuell rauslassen. Zeigst du mir deinen Sutter? Achso, ja, dann mach ich später. Bitte, Bruder, bitte. War schön mit dir. Ich will kaufen, Bruder, bitte. Ich brauch du hast sogar so süße Hamsteraugen, weißt du? Ich weiß nicht, ob ich da Nein sagen kann. Ich mach sogar Nein. Ey, aber er ist am Parkplatz. Warum will der so genau so ein Sultan-Auto, Digga? Die Autos sind eigentlich voll kacke, so viel ich weiß. Y'all can say I got W-Ribs.
Entschuldigung, hier ist ein Taxi, ich wurde gerufen. Ey, ich hab das Hey, Hamster, geh mal weg. Ich will mitfahren. Ich hab den gerufen, hau mal jetzt ab, Digga. Nur einer kommt rein, tut mir leid, Hamster. Okay, wohin soll ich die bringen, Sir? Ja, fahr einfach rum, ich mach gerade Aufgaben. Müssen Sie einfach nur ein bisschen nachdenken und brauchen eine stille Fahrt, das kann ich Ihnen auch anbieten für ein paar extra 10.000. Nein, alles gut. Für ein paar extra 10.000 mache ich noch was ganz anderes bei Ihnen, wenn Sie wollen. Kannst du wieder zurück. Ah, wieder zurückfahren? Ah, brauchen Sie gar nicht, Sie können mich auch direkt hier rauslassen. Also, ich fahre Sie einfach jetzt mal hier hin. Halten Sie doch mal an. Hier oben ist nicht sicher. Ey, sehen was Sie's? Du machst, dafür kann ich klippen und dich hochschicken. Entschuldigung, Sir, wissen Sie nicht, dass das gerade eben oben unsicher war? Da wurden doch so. Oh, ey. Sir, oben war unsicher. Das ist übrigens ein Klippen und Hochschicken. Wo wollen Sie es denn hochschicken, hä? Wenn ich zu Ihnen sage, Sie sollen anhalten und mich aussteigen lassen, dann machen Sie das. Jetzt kommen Sie erstmal runter, ja? Sie alter Sack, ich werde ganz ehrlich nicht einfach anhalten, wenn mein Leben auch in Gefahr ist. Eben war doch gar nicht in Gefahr. Ah, echt? Da oben sind Leute gefahren wie die Irre. Ja, gucken Sie mein Auto an, das sieht gebumst aus. Ja, aber. Ja, dass du mit Bumsen kein Problem hast, ist klar. Dein Vater hat dich jedes Mal genommen. Ey, ich bin. Ey, Entschuldigung, ey, ich bin Taxifahrer, ey. Ah! Sie fahre ich nirgendwo hin! Lauf auf, Schocks und chill meine Packages. Zum Hund. Entschuldigung, Sir, brauchen Sie ein Taxi? Ah, alles gut. Bleiben Sie. Entschuldigung, also wie ein Psycho einfach dran zu ziehen, hilft auch nicht weiter. Sie müssen kurz warten, ja? Also, wohin soll es denn gehen, mein Großer? Da hinten? Alles klar. Also, Sie sind nicht der gesprächige Typ, wie ich sehe, oder? Ja, mit Eiern im Mund lässt sich schwer reden, ne? Da muss man schon krass alles über sich ergeben lassen, wenn man nicht die Fresse aufbekommt. Das ist echt schade. Jeden Tag bin ich dankbar, nicht Sie zu sein, aber dann, wir sind angekommen. Herzlichen Glückwunsch. Schönen Tag noch, Straßenlaternenstricher. Tut mir leid, also Sie braucht ein Taxi? Aber tut mir leid, ich dachte, es wäre zu. So, alles klar. Wir müssen einfach nur einsteigen. Hallo? Ah, die Scheibe einschlagen, natürlich, das kostet sie extra. Sir? Können Sie aufhören, mein Auto zu treten und einfach einsteigen? Sie können ruhig... Ja, genau, endlich. Sie müssen wissen, ich bin der beste Taxifahrer hier auf dem Start, ja. Reden Sie überhaupt oder wollen Sie nur eine stille Fahrt oder ich weiß nicht, wurden Ihnen die Stimmbänder entfernt oder die Hoden eventuell? Oder schweigen Sie immer Ihren Taxifahrer an? Ist das der Sinn, den Sie leben? Holy shit, zum Glück bin ich nicht du, Kollege. Sorry. Digga, manche Menschen sind echt komisch. Der Nächste, den ich rede, nehme ich gar nicht mit. Ich hab dich gebremstestet. Ey, Sir, wenn Sie weiter wie ein Stück Scheiße fahren wollen, dann sollten Sie das woanders machen, ja? Ja, weiterfahren. Entschuldigung, Sir, brauchen Sie ein Taxi? Sehen wir aus, als würden Sie ein Taxi brauchen. Ist ja super, ich hab Sie gerufen. Ich zahl auch mehr. Hallo, hi, aufsteigen mit der. Einfach aufsteigen. Ich fahr einfach, fahr. Ja, keiner von euch Gelben kommt mit mir. Ihr Hunde. Du bist selber Gelb. Ich bin mein eigenes Gelb. Haben Sie ein Haus? Nein, Sie? Ja, mehrere. Wenn Sie wollen, verkaufe ich Ihnen eins, aber ich bezweifle, dass Sie die nötigen finanziellen Mittel dazu haben. Wir leben auf Parkplätzen, oder? Auf jeden Fall nicht mehr, nachdem ich diese Fahrt fertig gemacht habe. Ah, dann habe ich noch mehr finanzielle Mittel, meinen Sie, oder wie? Dann habe ich weniger auf jeden Fall. Ja, da haben Sie einen Haufen weniger. $900, ja. Für Menschen, die auf Parkplätzen wohnen, das ist doch wenigstens etwas, ja. Aber ich bin pleite. Alles gut, ich bin auch pleite. Mit mehreren Wohnhäusern und Familien und adios. Aber weißt du, was ich mache? Wenn euch das Ganze gefallen hat, ich gerne vergesst, ein Like und ein Abo dazulassen. Mein Haar geht ins Auge. Ich küsse euch alle. Und ansonsten werde ich raus für heute. Adios. Man kann sie nicht einkaufen. Man kann sie nicht einkaufen, als wäre sie... Nein. Manche RP-Spieler sind nicht an logischen Dingen interessiert. Zum Beispiel Geld. Man kann sie nicht einkaufen, einschüchtern, sie zur Vernunft bringen. Manche RP-Spieler sind nicht an logischen Dingen interessiert. Zum Beispiel Geld. Man kann sie nicht Man kann sie nicht kaufen, einschüchtern, sie zur Vernunft bringen.